In der Gaststätte Pomos in Texas trafen sich gestern zahlreiche Bürger, um sich mit einem historischen Gebäude zu befassen. Eingeladen hatte Rolf-Dieter Weske, der sich für den Erhalt der Düppler Mühle einsetzt. Die war vor vielen Jahren wirklich mal eine Mühle, in der auch wirklich Getreide gemahlen wurde. Heutzutage ist das Objekt schon sehr verfallen. Eigentlich stehen nur noch die Grundmauern auf einem Grundstück, das eine Bürgerin Anfang der 90er erwarb, dann aber offensichtlich doch nichts damit anzufangen wusste. Heute will sie es nur noch loswerden. Aber nicht einmal die Stadt Magdeburg wollte das Grundstück mit dem Mühlenrudiment noch geschenkt haben. Derzeit steht die Mühle kurz vor dem Abriss. Eine entsprechende Genehmigung wurde bereits erteilt. Wahrscheinlich scheiterte die Umsetzung am fehlenden Geld der Eigentümerin. Also die letzte Chance, die alte Mühle zu retten, zumal es Vorstellungen für eine zukünftige Nutzung gibt. Die eingeladenen Vertreter der Stadt beteuerten nochmals, dass ihnen das Geld für eine Renovierung fehlen würde. Ein Förderverein könne aber in gewisser Weise mehr erreichen. Man könne sich eine Unterstützung sicher vorstellen und übergab den Spielball an die Vertreter des Stadtrates, die ebenfalls zu dieser Veranstaltung erschienen waren. Mit einem interfraktionellen Antrag der CDU, SPD und FDP soll am 27. Januar im Stadtrat die weitere Verfahrensweise abgestimmt werden. Dabei geht es um die Frage, ob die Stadt die eingeräumte Option zur Übernahme des Grundstücks übernimmt oder nicht. Wie es aber aussieht, wird das sicher nicht passieren, sodass ein Förderverein sich der Sache annehmen könnte. Der soll Ende Januar gegründet werden. Sollte sich der Stadtrat gegen das Grundstück entscheiden, will der Verein das Grundstück übernehmen und sich um die Renovierung kümmern. Dazu gibt es schon Architektenzeichnungen und erste Kostenschätzungen, die von ca. 150.000 bis 200.000 Euro sprechen, um ein neues Wahrzeichen für Magdeburgs Westen zu gestalten.